Ich habe eine schockierende Entdeckung gemacht. Sie müssen mir umgehend Kontakt zur NASA verschaffen. Die NASA und ich haben gerade kein so überragendes Verhältnis. Das wird sich ändern, wenn sie denen sagen, der Mond ist nicht mehr auf seiner Bahn. Katastrophenregisseur Roland Emmerich ist wieder da. Nach Außerirdischen, Klimawandel und Neutrinostrahlung lässt Deutschlands Hollywood-Export diesmal den Mond auf die Menschheit los. Der Erdtrabant wird durch eine unbekannte Kraft aus seinem Orbit gerissen und droht auf die Erde zu stürzen. Die Welt steht am Rande einer Katastrophe. Es bleiben nur noch wenige Wochen, bis der Mond auf die Erde einschlägt. Die NASA-Managerin und ehemalige Astronautin Jo Fowler, gespielt von Oscar-Preisträgerin Halle Berry, ist davon überzeugt, dass sie eine Lösung hat, um den bevorstehenden Weltuntergang noch abzuwenden. Zusammen mit Brian Harper, gespielt von Patrick Wilson, einem Astronaut aus ihrer Vergangenheit, macht sie sich auf die unmögliche Mission ins Weltall. Doch was sie über den Mond und dessen Fall herausfinden, sprengt die Vorstellungskraft aller. Der Mond fällt. Mit dieser Prämisse versucht Emmerich, an frühere Erfolge anzuschließen. Nachdem seine Karriere in den vergangenen Dekade durch Flops wie Midway und Anonymous einen harten Knick erlebt hat, kehrt er nun zu altbewährtem zurück. Bildgewaltiges Katastrophenkino. Das Publikum darf sich auf Szenen freuen, die an Hits wie Independence Day und 2012 erinnern. Und natürlich darf hier auch der obligatorische US-Patriotismus nicht fehlen. Es kommt eine beschissen große Schwerewelle auf euch zu. Hat der gesagt, Schwerewelle? Das wird echt knapp! Du Dreckskalkram. Neben Barry und Wilson spielen auch John David Bradley und Donald Sutherland mit. Es ist im Flugmodus. Der Mond fällt. Ab 3. Februar im Kino.